geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ich bin sehr gespannt, was sich Carsten Wissing in seiner ersten Partie als neuer Coach des FC Düren überlegt hat. Schwierigkeiten also für Julian Hesse auf der Gegenseite. Stadion im Heidewald, bislang eine echte Festung. Mal sehen, ob es heute auch so weitergeht. Partie angepfiffen. Gütersloh kriegt den Ball jetzt dann raus. Aber auch nicht entscheidend. Schlösser im Strafraum. Erster Ball und erstes Tor. 1:0 für den FC Düren. Yannick Schlösser nutzt seine erste Abschlussgelegenheit und bringt die Gäste hier in Führung. Gütersloh kriegt den Ball nicht weg. Dann ein schöner Chipball auf Schlösser, der nicht entscheidend attackiert wird. Und dann hat Jamo Peters ein bisschen Pech. Er kommt zwar an den Ball, kann den aber nicht entscheidend aufhalten. Und schon steht es 1:0 nach 16 Spielminuten. Ist hier schnell zu sehen in den ersten Minuten. Ball nicht im Aus. Und die nächste Abschlussgelegenheit diesmal geblockt. Sehen wir es nochmal. Den Ball quasi schon abgeschrieben. Und David Winke hat dann Raum und Zeit. 5 Mann im Strafraum. Buckmeier vors Tor! Ausgleich für den FC Gütersloh. Eine astreine Flanke von Nico Buckmeier. Und dann schraubt sich da ein grüner hoch. Ich habe es jetzt gar nicht genau erkennen können. Schauen wir uns die Zeitlupe nochmal an. Mit einer Wucht diese Flanke direkt auf den langen Pfosten. Und der Torschütze am Ende mit der Nummer 18, Patrick Zwarczyk. Zum Ausgleich. Ansonsten wenig weitere Torraumszenen. Schlösser versucht zwar mit dem schwierigen Kopfball, trifft den Ball aber nicht richtig. Zu abgezockt. Flanke eigentlich schön, aber der ist dann natürlich sauschwer. Nächster Eckball für Düren. Abschluss, zweite Reihe. Aber der Ball landet dann neben dem Kasten. Kühnel da. Hat da mit Sicherheit eine Hypothek. Ball vors Tor, Kopfballtreffer und die erneute Führung für den 1. FC Düren. Was ein astrein platzierter Kopfball von Kevin Goden. Und auch wie beim Ausgleichstreffer durch Patrick Zwarczyk muss man hier den Freistoß gesondert loben. Mit Schnitt von Mike Kühnel. Und Goden, der läuft genau auf diesen Punkt ein, auf den ersten Verteidiger. Und das Tempo und der Schnitt sind dann so ideal gespielt, dass das kaum zu verteidigen ist. Und so. Dantas schön gegen das Stoßen durchgesetzt und Schauerte hat Platz. Ball in der Mitte. Die Abschlussgelegenheit noch nicht vorbei. Und dann der Schuss von Lennart Rolfen, Tick zu hoch. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Mittelfeld wird sofort überspielt, wie auch hier Backert, der den fehlenden Widdecke ausnutzt. Immer noch Backert, legt rüber auf Goden. Goden! Und fast wird das schläfrige Zurücklaufen von Widdecke bestraft. Jeffrey Obst kann den Ball nicht klären, aber Backert kriegt den Ball auch nicht aufs Tor. Jetzt gibt es hier dann nochmal ein kurzes Wörtchen zwischen Schauerze und Rajkowski. Goden behauptet sich gut, der Ball tippt aber einmal zu viel auf. Und der Ball von Zwarczyk auf Esko.
Lela bügelt es aber noch aus. Und dann gibt es die erste Ecke in der zweiten Hälfte. Schöner Pass in die Tiefe. Esko gut reingestartet und holt dann das Beste noch raus. Rolf im Zusammenspiel. Wiedeke schickt jetzt Elias Illig. Illig im 1 gegen 1 gegen Tyson, aber dann zu wenig Raum. Und da ist natürlich dann auch die Schwäche der Viererkette, die heute dann eben für Düren aufläuft, dass man da einen Spieler weniger hat, den man positionieren kann, als noch in der ersten Hälfte. Twatschik mit viel Platz schickt Rolf. Lennart Rolf, Abschluss! Tyson pariert zum Eckball. Na, Rolf überlegt da erst vielleicht doch nochmal einen Haken. Übelwechsel gut da und der erste Kontakt auch. Lennart Rolf! Lennart Rolf! Rolf wird immer besser in der zweiten Hälfte. Tyson aber noch ungeschlagen. Oh, guter Kopfball. Und Yannick Schlösser verpasst seinen zweiten Treffer. Goden wieder beteiligt, gut nachgesetzt. Er arbeitet die Möglichkeit, Flanke dann. Oh, Loma. Esko aus der zweiten Reihe. Freigespielt, tankt sich gut durch. Er kämpft die Kugel hier mit dem Kopfball. Läuft sich sofort wieder frei. Loma spielt ihn gut und dann Goden auf Backert und im letzten Moment beugt man dazwischen. Zwei leichten Kontakten und Backert auch hier wieder. Einfaches Dreiecksspiel, Backert auf Hanafi, Hanafi auf Goden, Goden wieder auf Backert und dann Lennart Rolf. Flanke in den Strafraum, rutscht durch, Twatschik geht zu Boden. Hält sich da ein bisschen das Gesicht, Schiedsrichter hat sofort abgewunken. Ja, Ellbogen geht ein bisschen raus, aber nicht böse, nicht auf. Lennart Rolf, gut durchgesetzt. Ball vors Tor, Probst erwischt ihn nicht. Hier sehen wir es nochmal. Rolf mit dem sehr guten Haken. Schafft sich Platz, der Ball landet im 16er, Probst trifft ihn nicht richtig und dann schlagen direkt zwei. Gütersloh kriegt nochmal die Chance. Obst zögert, Ball vors Tor, Illich kriegt den Ball aber nicht runtergepflückt und damit dürfte auch die letzte Gelegenheit vorbei sein. Den Ball, den muss Obst direkt in den Rückraum spielen. Ball rüber auf Lennart Rolf. Eguli in höchster Not zur Stelle. Und jetzt noch eine letzte Ecke für die Gastgeber. Bis auf Julian Schauerte sind da alle Spieler im Strafraum. Und das war wirklich die schlechteste Option, die den Gastgebern noch blieb. Und der Ball von Kevin Goden landet irgendwie vor der Kiste. Hanafi, er läuft die Pille und setzt den Schlusspunkt zum 3:1 Sieg für den FC Düren. Und schlussendlich muss sich der FC Gütersloh fragen, warum man hier nur ein Tor erzielt. Chancen waren in der zweiten Hälfte zu Genüge da. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.